Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 45. Lernvideo. Wir bleiben beim Kurvenintegral und betrachten jetzt konservative Vektorfelder. Wir beginnen auch gleich mal mit der Definition. Wir schauen uns ein Vektorfeld f an auf einer offenen Teilmenge des Rn. Und wir nennen dieses Vektorfeld konservativ auf Omega, falls Folgendes gilt. Wenn wir beliebige Punkte betrachten aus Omega, zum Beispiel xa, xb, und uns eine stückweise stetig differenzierbare Kurve uns ansehen, die xa und xb verbindet, zum Beispiel sowas hier, dann können wir das Kurvenintegral uns ansehen, von f von xa nach xb. Und wenn dieses Kurvenintegral nicht von der Wahl der Kurve abhängig ist, dann nennen wir das Vektorfeld f konservativ. Mit anderen Worten, wenn wir eine Kurve Gamma haben, die xa und xb verbinden, und eine zweite Kurve Gamma tilde, und uns die Kurvenintegrale ansehen, dann sollen die identisch sein. Und kurz gesagt sagt man, ein konservatives Vektorfeld ist eines, bei dem das Kurvenintegral wegunabhängig ist. Wir hatten schon ein Beispiel für ein konservatives Vektorfeld kennengelernt, nämlich Vektorfelder, die sich als Gradientenfelder schreiben lassen. Das heißt, f ist Gradient von einem Potential klein f. Und das hatten wir im letzten Lernvideo gesehen, dass dann das Wegintegral nicht von der Kurve abhängig ist. Und in diesem Satz zeigen wir sogar eine Äquivalenz zwischen der Konservativität eines Vektorfeldes und der Eigenschaft, Gradientenfeld zu sein. Und das ist nicht immer richtig, aber es ist dann richtig, also die Äquivalenz gilt dann, wenn dieses Gebiet Omega Weg zusammenhängt ist. Okay, und f soll ein stetiges Vektorfeld sein. Also die Aussage ist nochmal hier: für stetige Vektorfelder auf offenen Weg zusammenhängenden Gebieten sind die Eigenschaft Gradientenfeld zu sein und die Eigenschaft konservativ zu sein äquivalent. Die eine Richtung von links nach rechts, die haben wir schon bewiesen, das war das Lemma 6.3 aus dem letzten Lernvideo, und wir wollen jetzt die Richtung konservativ nach Gradientenfeld zeigen. Und ja, der erste Schritt dazu ist zunächst mal ein technischer Schritt, der nicht von der Konzeption nicht ganz so wichtig ist. Zunächst einmal ist es so, wenn wir unser Omega haben, das Weg zusammenhängend ist, und zwei Punkte herauspicken, zum Beispiel xa und xb, dann finden wir aufgrund der Annahme, dass das Gebiet Weg zusammenhängend ist, immer einen stetigen Pfad von xa nach xb. Also eine stetige Kurve finden wir. Und die Behauptung ist nun folgende, dass man diese stetige Kurve basierend auf dieser stetigen Kurve jetzt einen stückweise stetig differenzierbaren Streckenzug finden kann von xa nach xb. Und das ist irgendwie auch klar. Man kann einfach eine feine Zerlegung betrachten dieser Kurve und dann den entsprechenden Streckenzug betrachten. Jetzt könnte es sein, dass, wenn das Gebiet nicht so schön ist, zum Beispiel vielleicht so aussieht, dass dann der Streckenzug nicht mehr in Omega drin liegt, aber dann wird man eben hier den Streckenzug weiter verfeinern und dann die Zerlegung weiter verfeinern und erhält dann den Streckenzug, wo die Spur näher an der stetigen Kurve dran liegt. Und man kann beweisen, dass man eben so eine Zerlegung so fein finden kann, dass dann alles funktioniert. Und da benutzt man, dass die Spur dieser stetigen Kurve eben kompakt ist und dass Omega offen ist. Die zwei Sachen benutzt man, dann kann man das zeigen. Aber was wir festhalten ist, wir können zwei beliebige Punkte in Omega immer durch einen stückweise stetig differenzierbaren Kurve verbinden, deren Spur vollständig in Omega drin liegt. Das ist die Aussage von Schritt 2 hier. Okay, und im Schritt 3 möchten wir jetzt tatsächlich diese Implikation
beweisen, dass wenn das Vektorfeld f konservativ ist, dass wir dann ein Potential von f finden können, also dass f ein Gradientenfeld ist. Und der wichtigste Punkt ist schon mal hier, wie definieren wir unser Potential? Wir machen das so, dass wir, wenn das Omega ist, einfach einen Ankerpunkt xa fixieren. Und wenn wir jetzt einen anderen Punkt x haben, dann definieren wir klein f von x dadurch, dass wir einfach eine stückweise stetig differenzierbare Kurve nehmen von xa nach x. Die ist hier mit Gamma bezeichnet. Und dann das Kurvenintegral bilden entlang dieser Kurve. Das wird unsere Definition sein für klein f. Und klein f wird das Potential sein von groß f. Da dieses groß f konservativ ist, können wir auch einen beliebigen anderen stückweise stetig differenzierbaren Weg gehen. Zum Beispiel könnten wir zunächst mal hier entlang laufen. Also wir könnten so einen Weg gehen. Wir könnten aber auch zunächst mal an der ursprünglichen Kurve entlang laufen und dann uns anders bewegen. Das wäre egal. Solange man die Kurve hat von xa nach x, ändert sich der Wert dieses Kurvenintegrals eben nicht. Und damit ist dieses kleine f eben zunächst mal wohl definiert. Und was wir jetzt zeigen werden, ist, dass dieses kleine f eben stetig differenzierbar ist und dass die partiellen Ableitungen gerade durch das Vektorfeld groß f gegeben sind. Wie gehen wir hier vor? Also wir untersuchen jetzt klein f an unserem Punkt x. Das soll klein x sein. Das soll hier der Rand sein von Omega. Und was wir machen werden, ist eine kleine Kugel um das x legen mit Radius r. Und wir wählen also eine Kurve von xa nach x. Das könnte diese Kurve sein, das wäre unser Gamma. Und jetzt möchten wir möchten die partielle Ableitung von f in Richtung der i-ten Komponente berechnen. Und wir nehmen mal an, das Koordinatensystem ist so gewählt, dass das hier die i-te Koordinatenrichtung ist. Das heißt, wir möchten den Wert von f in dieser Richtung hier variieren. Und was machen wir nun? Wir müssen f also an dem Punkt auswerten mit der Koordinate x plus h mal ii beispielsweise. Und den Funktionswert von f an dieser Stelle, der ist ja gegeben dadurch, dass wir eine Kurve finden, die irgendwo bei xa startet und eben an diesem Punkt endet. Und die Idee ist jetzt einfach, dass wir die Kurve nehmen, die bis zu x führt und die dann durch einen Streckenzug fortsetzen bis zu diesem Punkt x plus hi. Weil die Kugel hier so klein gewählt ist, dass sie vollständig in Omega drin liegt, wird auch dieser so konstruierte Streckenzug, die so konstruierte stückweise stetig differenzierbare Kurve auch eine Spur haben, die in Omega drin liegt. Und genau, wenn man das jetzt formal aufschreiben möchte, dann macht man das wie folgt. Wir wählen also uns so eine Kurve Gamma, die xa und x verbindet, stückweise stetig differenzierbar ist. Wir bilden jetzt, wir verlängern die Kurve sozusagen. Das passiert hier. Und bilden die Kurve Gamma Tilde. Also das hier, dieses Kurvenstück gehört dann zu Gamma Tilde. Und Gamma Tilde im ersten Kurvenbereich ist identisch mit Gamma. Das steht hier. Und wenn wir dann Parameter anschauen zwischen b und b plus r, dann laufen wir diesen Streckenzug hier entlang. Das ist hier dann zu sehen. Für t gleich b steht da einfach Gamma von b, da bleiben wir hier. Und wenn dann t h wäre, dann würden wir hier enden. Und offensichtlich ist die so definierte Kurve Gamma Tilde stückweise stetig differenzierbar. Ja, nach Konstruktion wissen wir, dass also die Kurve Gamma Tilde den Parameter b plus h auf x plus hi abbildet. Und das erlaubt uns nun diese Differenz mit Hilfe
des Kurvenintegrals entlang der Kurve Gamma Tilde auszuschreiben. Mal zunächst mal noch mein Bild, da ist also unser Punkt x, der uns zum einen interessiert, und hier oben ist der Punkt x plus hii. Wir wissen, dieser Punkt ist also Gamma von b plus h, beziehungsweise Gamma Tilde von g plus h, und dieser Punkt ist einfach Gamma Tilde von b. Und so sieht die Kurve aus, und dann kommt hier der Pfad, der den Punkt x mit dem Punkt xa verbindet, und der ist aber gar nicht so interessant für uns. Okay. Nach Definition ist also f an dieser Stelle das Kurvenintegral, das man hier sieht. Ich integriere das Vektorfeld f entlang Gamma Tilde, restringiert auf das Intervall a b plus h. Und das ist genau der Kurvenabschnitt, der halt in diesem Punkt x plus hii endet. Und davon ziehe ich f von x ab, und das ist eben auch das Kurvenintegral über Gamma Tilde, wobei ich am Punkt nur die Kurve Gamma Tilde restringiert auf das Intervall ab mir ansehe, nämlich da bei Gamma Tilde b bin ich schon im Punkt x angekommen. Okay, jetzt habe ich also diese Differenz hier stehen. Wenn man so ein Integral ausschreibt, was ich gerne mal hier tun möchte, dann ist es also ein Integral von a nach b plus h, und dann steht hier f Gamma Tilde t, und dann steht hier die Ableitung von Gamma Tilde t dt. Und das Integral, was ich davon abziehe, das sieht genauso aus, nur dass es hier nicht bis b plus h integriert, sondern nur bis b. Das heißt, wenn ich die voneinander abziehe, die beiden Integrale, dann nach den Rechenregeln für die Integralrechnung bleibt dann einfach dieses Integral hier übrig. Okay. Ja, jetzt kann man sich noch eine weitere Sache ansehen, und zwar schauen wir uns mal die Tangente an an Gamma Tilde in diesem Kurvenabschnitt. Und das ist genau der Abschnitt, der dort zu sehen ist. Und dort sieht man, dass die Tangente gerade der Koordinatenvektor EI ist. Das heißt, in dieser Identität kann ich das, was hier steht, ersetzen durch den i-ten Koordinatenvektor. Das liegt an der Konstruktion, wie wir dieses Gamma-Tilde definiert haben, beziehungsweise wir haben es genauso definiert, damit wir diese Eigenschaft haben. Okay, und jetzt möchten wir hier zum Differenzenquotienten übergehen. Das heißt, wir teilen durch h, das ist hier passiert, und dann erhalten wir hier dieses Integral, und wenn man da genau hinsieht, dann ist es ein Integralmittelwert. Ne? Dieses h ist genau die Länge, also das eindimensionale Volumen des Intervalls b bis b plus h. Das heißt, das ist ein Integralmittelwert, und wir integrieren hier über die it-Komponente von f. Da haben wir jetzt benutzt, dass hier die Tangente gerade ei ist. Und nach dem Mittelwertsatz für Integrale folgt nun, dass dieses Integral identisch ist mit dem Integranten ausgewertet an der Zwischenstelle. Und die Zwischenstelle ist ja tau h, und tau h liegt im Intervall b bis b plus h. Okay, jetzt können wir h gegen 0 gehen lassen von oben. Wenn h gegen 0 geht, konvergiert tau h gegen b und damit Gamma Tilde tau h gegen x. Also Gamma Tilde war ja stetig, das heißt Gamma Tilde Tau H konvergiert gegen Gamma Tilde B, und Gamma Tilde B ist x. Und das heißt hier diese rechte Seite, da f stetig ist, konvergiert gegen fi an der Stelle x. Und wir haben gezeigt, dass der Grenzwert dieses Differenzenquotienten für H gegen 0, wobei H positiv ist, gerade die it-Komponente von f ist an der Stelle x. Und man kann jetzt das gleiche Argument nochmal durchführen, um zu zeigen, dass auch der Grenzwert für h kleiner 0, h gegen 0, zum selben Ergebnis führt. Und dann, damit hat man gezeigt, dass tatsächlich f partiell differenzierbar ist in Punkt x in die Richtung xi, und die partielle Ableitung ist die i-Komponente von Groß f. Ja, und weil die Koordinatenrichtung hier beliebig gewählt war, gilt das für alle Koordinatenrichtungen, und damit haben wir gezeigt, dass Groß F an der Stelle x gerade der Gradient von Klein F an der Stelle x ist.
Und damit ist f ein Gradientenfeld. Ja, jetzt möchten wir uns noch Bedingungen ansehen, die einem helfen zu verstehen, wann denn ein Vektorfeld groß F ein Gradientenfeld ist und die nicht die Konservativität benutzen, sondern direkt mit dem Gradientenfeld arbeiten. Und da ist eine erste Beobachtung dieses Lemma. Wenn wir eine zweimal stetig differenzierbare Skalarfunktion haben und uns das Vektorfeld anschauen, das durch den Gradienten von F gegeben ist, dann gilt diese Identität. Man nennt diese Identität die Integrabilitätsbedingung. Und das gilt für alle x als Omega und für alle Indizes i, j. Und warum ist das richtig? Nun, wenn wir hier f substituieren durch den Gradienten von klein f, dann stehen hier jeweils gemischte zweite Ableitung von klein f und aufgrund des Lemmas von Schwarz wissen wir dann, dass es auf die Reihenfolge des Differenzierens nicht ankommt und diese Identität folgt dann direkt. Und das Interessante ist jetzt dieser Satz, der sagt, dass auch die Umkehrung gilt, wenn diese Integrabilitätsbedingung erfüllt ist durch ein Vektorfeld und das Gebiet schön ist, und ich werde gleich erklären, was schön bedeutet, dann ist unser Vektorfeld ein Gradientenfeld auf Omega und damit auch ein konservatives Feld. Okay, schauen wir uns den Satz nochmal genauer an. Hier muss Omega offen und sternförmig sein. Und sternförmig ist hier erklärt, machen wir hier eine sternförmige Menge an. Sternförmig, also ein Omega ist sternförmig, falls wir einen Punkt finden können, x Stern, sodass folgendes gilt, wenn wir einen beliebigen Punkt aus Omega nehmen, zum Beispiel diesen hier, dann soll die Verbindungslinie von x Stern nach x vollständig in Omega enthalten sein. Also das ist, wenn man das schön gezeichnet hätte, ist für diese Menge erfüllt. Andererseits, wenn ich eine Menge habe, die so aussieht, die hier aussieht wie so eine punktierte Kreisscheibe, dann ist es zum Beispiel nicht möglich, denn egal wie ich meinen Punkt x Stern hier wähle, ich kann immer einen Punkt finden, der auf der Geraden liegt, die x Stern, die durch x Stern und diesen herausgenommenen Punkt sich befindet und eben auf der anderen Seite des Punktes liegt, zum Beispiel hier. Und wenn ich den Punkt dann wähle, dann sehe ich, dass die Verbindungslinie von x Stern nach x nicht in Omega enthalten ist. Also wichtig ist hier, dass man einen Punkt findet, sodass man diesen Punkt mit jedem anderen Punkt über eine Strecke, eine gerade Strecke verbinden kann, die vollständig in Omega enthalten ist. Und das nennt man eben dann sternförmig. Gut. So, wenn wir also so eine sternförmige offene Menge Omega haben und ein Vektorfeld haben, das stetig differenzierbar ist auf Omega und das diese Integrabilitätsbedingung erfüllt, dann ist f ein Gradientenfeld. Das ist hier die Aussage dieses Satzes. Okay, kommen wir zum Beweis. Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass dieser Punkt, mit dem sich alle anderen Punkte verbinden lassen, gerade der Ursprung ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir das Omega und das Vektorfeld entsprechend verschieben und können dann den Satz hier, den Beweis anwenden. So, in dem Beweis werden wir wieder das Potenzial klein f explizit konstruieren. Und das machen wir genauso wie in dem Satz zuvor. Also wenn wir hier unsere sternförmige Menge Omega haben, von der wir wissen, dass sich alle Punkte über einen Streckenzug mit der Null verbinden lassen, dann werden wir an der Stelle x unser fx dadurch definieren, dass wir das Kurvenintegral nehmen von f, und zwar entlang der Kurve Gamma x, welche 0 mit x gerade verbindet, also die Verbindungsstrecke beschreibt. Das ist die Idee. Und wenn man das eben macht, dann kommt als Integrant, wenn man das Kurvenintegral so ausschreibt,
Dann ist das Kurvenintegral, das nimmt dann gerade die Form an, Integral von 0 bis 1, groß f dx mal x dt. So sieht dann das Kurvenintegral aus von f entlang der Kurve der Streckenverbindung von 0 bis x. Und den Integranten in diesem Kurvenintegral, den bezeichnen wir mit g. Das kann ich hier wieder entfernen. Das ist also unser g. Und hier sehen Sie die Definition von klein f, von dem Potential über diesen Integranten. Und es hat einen Grund, warum wir das mit diesem kleinen g aufschreiben möchten, denn wir möchten dieses g auf, nach t und nach x differenzieren nun. Und wenn wir dieses g zunächst mal nach x differenzieren, dann bekommen wir diesen Ausdruck. Da ist noch nichts passiert. Wir haben hier nur das Skalarprodukt, das hier auftaucht, ausgeschrieben. Und dann sehen wir, dass wir hier mit der Produktregel diese Differenziation ausführen müssen. Da gibt es dann zwei Terme. Einmal fällt die Ableitung auf xi. Und da wir hier nach xj ableiten, kommt hier 0 raus, wenn i von j verschieden ist. Und es kommt genau 1 raus, wenn i gleich j ist. Und weil wir hier über alle i summieren, bleibt einfach der Term stehen, wo hier die 1 steht. Und das heißt, die Summe der Ableitung nach dieser Komponente des Produkts ergibt dann insgesamt nur den Term, der hier dasteht. J-Komponente von f an der Stelle tx. Wenn die partielle Ableitung auf f fällt, dann bekommen wir das, was hier dasteht. Wir müssen nachdifferenzieren wegen dem t. Das t sieht man hier vom Nachdifferenzieren und die Summe bleibt auch erhalten. So, und jetzt haben wir hier einen Ausdruck und wir wissen nach der Integrabilitätsbedingung ist das, was hier steht, das gleiche wie dfj dxi. Wir können die Indizes vertauschen an der Stelle tx. Und das wollen wir auch machen und das hat den Vorteil, dass wir jetzt hier so eine Summe erhalten. Wobei wir der Index, über den man summiert, zum einen hier auftaucht und zum anderen hier auftaucht. Und das bedeutet, das, was dort steht, ist nichts anderes als das Skalarprodukt vom Gradienten von f mit x. Okay, und das ist jetzt praktisch, denn jetzt können wir uns eine Hilfsfunktion einführen, dieses kleine h. Das ist eine Funktion, die nur von t abhängt, die wir als eine Funktion von t verstehen möchten und der Index j und der Punkt x sind hier Parameter. Das ist die Definition. Und wenn man diese Hilfsfunktion einführt, dann sieht man, dass der erste Term gerade so geschrieben werden kann und der zweite Term, dieser hier, ist gerade die Ableitung von h nach t. Wenn man das nach t ableitet, dann kommt aufgrund der Kettenregel dieser Ausdruck hier raus. Das heißt, diese partielle Ableitung von g können wir mit Hilfe dieser Hilfsfunktion h so aufschreiben. So. Was wir verstehen möchten, ist diese partielle Ableitung von f und nach Definition ist dieses f zunächst mal das Integral von 0 bis 1 über g t x dt. Jetzt haben wir hier ein Integral einer Funktion, die von x als Parameter abhängt und die von der Variablen t abhängt, über die wir integrieren. Aber wir integrieren hier nicht über x. Und was wir jetzt machen werden, ist diese Integration und diese partielle Ableitung vertauschen. Wir werden diese partielle Ableitung hier reinziehen unter das Integral und dann weiterrechnen. Und das darf man im Allgemeinen nicht machen. Also man muss jetzt argumentieren, dass das erlaubt ist in diesem Fall. Und dieses Argument ist ausgelagert. Das ist das letzte Lemma in diesem Kapitel, das wir noch beweisen werden. Und mit diesem Lemma wird dann klar, warum man in diesem Fall diese Ableitung unter das Integral ziehen darf.
Okay, aber das machen wir auf alle Fälle jetzt erstmal und wir erhalten dann diese Identität, die hier steht. Ne? Hier sieht man die partielle Ableitung unter dem Integral. Und wir haben gesehen, dass diese Ableitung ja geschrieben werden kann als hj xt plus t mal h' jxt, wobei dieses hj x an der Stelle t nichts anderes war als fj tx. Ne? Das hatten wir uns gerade klar gemacht, dass wir so die Ableitung darstellen können. Und das ist jetzt interessant. Jetzt können wir nämlich hier dieses Integral ausrechnen. Und da schreibt man den ersten Summanden einfach ab. Der steht hier nochmal. Aber hier bei dem zweiten Summanden machen wir eine partielle Ableitung, eine partielle Integration. Wir werfen die Ableitung auf das t, da kommt 1 raus. Und beim partiellen Integrieren kriegt man ein Minuszeichen, deshalb steht hier dieser Term. Und dann kriegen wir die Randterme, die stehen hier. Und jetzt, wenn wir uns den Ausdruck hier ansehen, wenn wir 1 einsetzen, steht hier hjx1, das ist dieser hier. Und wenn wir 0 einsetzen, verschwindet der Randterm, weil 0 mal irgendwas ist eben 0. Und hier ist das Gute, dass sich die zwei Terme einfach aufheben, diese 0. Das heißt, es bleibt tatsächlich nur der eine Randterm bei 1 übrig. Und nach Definition von hjx ist es gerade fjx. Und damit haben wir gezeigt, die partielle Ableitung von klein f nach xj ist gerade groß fjx. Und damit ist f ein Potenzial zu groß f. Genau das, was wir zeigen wollten. Ja, okay, schauen wir uns zum Abschluss ein Beispiel an. Hier ist Omega der R2 ohne den Ursprung. Das ist eine nicht sternförmige Menge, ist wegzusammenhängend, aber nicht sternförmig. Und wenn wir, und genau, die Definition des Vektorfeldes ist hier. Dieses x orthogonal ist dieser Vektor und der ist einfach zu verstehen, wenn wir hier ein Koordinatensystem aufzeichnen und einen Vektor x einzeichnen. Dann ist x orthogonal gerade die Drehung von x um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Okay. Und diesen Vektor, den teilt man noch durch die Länge zum Quadrat des Vektors. Das heißt, umso näher wir zum Ursprung gehen, umso länger werden die Vektoren und für x gegen unendlich geht dann die Länge des Vektorfeldes f gegen 0. Gut, dann die Menge, wie gesagt, ist nicht sternförmig. Man kann einfach nachrechnen, dass aber f die Integrabilitätsbedingung auf Omega erfüllt. Und das bedeutet, wenn wir eine sternförmige Menge nehmen, die nicht den Ursprung enthält, zum Beispiel so eine Kugel, dann besitzt auf dieser Kugel das Vektorfeld ein Potenzial. Und jetzt kann man sich fragen, ja, kann es denn sein, dass dieses große F auch auf ganz Omega ein Potenzial besitzt? Und wir möchten uns hier klar machen, dass das nicht der Fall ist. Und das Argument ist wie folgt. Wir schauen uns zunächst mal eine Kurve an, die diesen Punkt, den wir herausgenommen haben, nämlich die 0, umrundet. Und das ist einfach die 1-Sphäre. Und die können wir parametrisieren durch diese Kurve hier. Das ist also die Einheitssphäre. Wird hierdurch parametrisiert. Und wenn wir jetzt das Kurvenintegral von f entlang dieser Kurve ausrechnen, dann rechnet man eben, dann kommt hier dieses Integral vor, von 0 bis 2 Pi. Dieser Vektor, der jetzt hier letztlich, dieses Skalarprodukt, das hier steht, ist immer 1. Das heißt, hier kommt als Wert für dieses Integral 2 Pi raus. Andererseits ist das eine Kurve, die im Punkt 1, 0 startet und auch endet. Das ist also eine geschlossene Kurve. Und wäre nun f ein Gradientenfeld, dann müsste ja der Wert des Kurvenintegrals der Wert von f am Anfangspunkt minus der Wert von f am Endpunkt sein. Aber weil die Kurve geschlossen ist, müsste dann für das Kurvenintegral 0 rauskommen. Und das bedeutet, da ja das Gebiet wegzusammenhängend ist und
da ja aufgrund des Argumentes von gerade eben dieses Vektorfeld f nicht konservativ sein kann, kann es auch kein Gradientenfeld sein. Und damit haben wir ein Beispiel gefunden für eine Situation, wo man auf einem nicht sternförmigen Gebiet zwar die Integrabilitätsbedingungen erfüllt, aber kein globales Gradientenfeld ist. Okay, und mit dem Beispiel sind wir am Ende des Kapitels über die Kurvenintegrale. Was nur noch verbleibt, ist dieses Lemma zur Vertauschbarkeit von Integral und partieller Ableitung. Das möchten wir noch kurz durchsprechen. Hier ist Omega eine offene Menge, G ist definiert auf dem abgeschlossenen Intervall AB Kreuz Omega und geht nach R. Wir nehmen an, dass die Abbildung stetig ist und G soll partiell nach irgendeiner Komponente von X differenzierbar sein, zum Beispiel der Komponente XJ. Und wir möchten, dass die partielle Ableitung von G nach XJ stetig ist, sodass insbesondere dieses G dann auch Riemann integrierbar ist über AB. Denn hier wollen wir uns das Riemann-Integral ansehen. Und die Behauptung ist nun folgendes. Wenn wir unser g nach t integrieren über ab, das ist auch möglich, weil g ja stetig ist in t, dann kriegen wir eine Abbildung, die hängt nur noch von x ab und ist dann also auf Omega definiert und bildet nach r ab. Und die Aussage ist, unter diesen Bedingungen ist diese Abbildung partiell nach xj differenzierbar. Und die Ableitung von groß G nach xj ist gerade das Integral der Ableitung von G nach xj, also von klein g nach xj. Und das heißt, wir konnten hier ableiten und integrieren, vertauschen. Okay, und warum das richtig ist, können Sie im Skript nachlesen, da finden Sie den Beweis. Es ist dazu zu sagen, dass wenn man hier die Bedingungen zu sehr lockert, dann stimmt diese Aussage hier nicht mehr. Dann kriegt man, es gibt Beispiele, wo man dann Differenzierbarkeit nach dem Integrieren verliert oder wo diese Identität nicht mehr richtig ist. Also man muss da aufpassen. Sobald man Integration und Ableiten vertauschen möchte, muss man erstmal nachdenken. Gut, damit sind wir jetzt am Ende des Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.